Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Radical Red Nuzlocke. Ich habe jetzt die Trainer auf der Route alle besiegt. Ich stehe jetzt hier vor Bianca. Und let's go, würde ich sagen. Als zum letzten Mal. Ich nehme keine Autogramme mehr. Oh, das warst du ja gar nicht vorher. Oh, es tut mir so verdammt leid. Da waren so viele Leute, die nach einem Bild gefragt haben und es hat mich so genervt und immer die gleichen Fragen und immer diese Bilder einfüllen lassen. Das ist doch richtig nervig, findest du nicht? Ich bin Whitney, aka Bianca German. Die weltbeste Bildtank-Spielerin. vielleicht hast du von mir gehört. Wenn du nach einem intensiven Kampf suchst, bist du mir genau an der richtigen Stelle. Ja. Ich hoffe, du lässt nicht meine Schönheit das gewinnen. Zweitausend Jahre später. So. Und damit sind wir beim Kampf gegen Miss Bianca. Ich habe euch gerade schon einmal zwei Kämpfe eingeladen, die halt wirklich, wirklich gut waren. In dem Fall ist die Nuzlocke jetzt in dem Fall beendet. Ich würde sie trotzdem noch besiegen, muss ich dazu sagen. Wir müssen uns dann überlegen, ich würde gerne weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen nur gucken, wie. Aber ich will jetzt einen Kampf weitermachen, deswegen werde ich mal kurz. Und ich auch zeigen, was für eine Taktik ich da jetzt hintergelegt habe, warum das so krass gerade ist. Ne, ich habe das Team so geändert, dass ich jetzt auch Dödel dabei habe. Mit einer Chesterberry, weil Tüdeluf am Anfang immer einschläfern möchte. Wird das in dem Fall jetzt nicht machen, weil ich hier Beere habe. Deswegen wird das mit Playoff angreifen. Deswegen mache ich Countdown Kill Willy Tuff mit dem ersten Attacker direkt. Ne? So. Wie machen wir es weiter? Also, wir sind nicht normal, weil wir die Nuzlocke jetzt beendet. Ich möchte gerne weitermachen. Ich hoffe, dass ihr es auch weitermachen sehen wollt. ich würde die Nuzlocke-Ringe vielleicht ein bisschen verändern. Ne, mal vorab jetzt kurz Indidi. Wird auf Dödel jetzt Hyper Voice machen. Das heißt, ich könnte natürlich mit Dödel Indidi rausnehmen. Möchte ich aber nicht. Beim Hyper Voice immunisiere ich mit Stone Fist. Deswegen gehen wir jetzt auf Stone Fist. Ne? Dann wird Indidi jetzt einen Psybeam machen. Deswegen gehen wir jetzt auf Luxtra. Auf unseren Donnerkeil. Dass ich mal schon wieder auf die Kämpfe gemacht habe. Ich habe mir da echt lange viel überlegt. Der Kampf ist richtig krass. Ne? Wir müssen halt überlegen, wie wir es weitermachen wollen. Bei der Psybeam. Und Biss wird ihn jetzt killen. Oder ihn. Und der wird jetzt Hyper Voice machen. Half-Life ungefähr. Passt. Geht klar. Werde trotzdem immer wieder versuchen, so weit wie möglich alle Pokémon am Leben zu lassen, so wie ich Pokémon bei mir verlieren. Aber wir müssen halt diese Nuzlocke-Regel, dass wenn Pokémon besiegt ist, das tot ist, müssen wir rausnehmen. Weil so hätten wir in diesem Moment hier keine Chance. Nur wir müssen halt nur eine Regel überlegen, was machen wir, wenn ein Pokémon gedownt wird.
Na, also, Pokémon, wenn ich irgendwie schwarz vor Augen wird, was, wenn ich Game Over bin, sozusagen. Was machen wir dann? Arcus, der wird jetzt eine, diese Tantrum-Attacke, ich weiß nicht, wie die heißt, diese Bodenattacke wird er jetzt machen. Oder das, oder sie, das Miltank. Deswegen gehen wir auf Farb für dir. Stomping-Tantrum, genau, Stomping-Tantrum. Na, jetzt kommt ein Body Slam. Deswegen gehen wir jetzt auf Stonefist. Na, wir können keine Para bekommen auf Kapfe dir, weil das wäre sehr bitter. Na, jetzt wird eine Eis, dieser Eispunch wird jetzt kommen. Deswegen gehen wir jetzt in dem Fall auf Leuchte und dann hauen wir mit Leuchte gleich auch einen Thunder Wave raus. Eis wahrscheinlich macht nicht viel Schaden, alles gut. Leuchte wird zwar ein bisschen Schaden bekommen gleich, durch die macht wahrscheinlich Body Slam. Nee, ach ja, klar, ist Elektro, ja, klar, Stomping Tantrum. Logisch. Wir machen Thunder Wave, paralysieren sie, dass wir schon mal so großteils rausziehen können, gezogen haben dadurch. Dann, weil es wieder in die Boote kommt, gehen wir wieder auf Cafediem, ziehen sie auf minus 2 Angriff. Der Kampf ist halt richtig krass. Ihr seht das ja in dem Kampf ja gerade, wie. Jetzt kommt wieder Body Slam, deswegen auch Stonefist. Ja, die einzige Möglichkeit ist ja die, wir sagen, okay, wir können halt theoretisch alle Pokémon nutzen. Ne, lassen den. Also trotzdem die Nassok-Regel, dass wir jede Route nur das erste Pokémon fangen dürfen. Das bleibt dabei. Ne? Die Regel würde ich nicht weglassen, nicht falsch verstehen, bitte. Ne, aber alle Punkte, die wir gefangen haben, das sind uns, das heißt, die wäre aktuell wären es ja nur zwei, die aber aktuell besiegt waren. Ne? Plus natürlich das ganze Team, aber das fällt heraus, jedenfalls gerade sozusagen. So, und ich würde jetzt trotzdem mit Stonefist versuchen, sie rauszunehmen, ich ehrlich bin, mit Power Punch, glaube ich. Ne, Stonefist hochpushen versuchen. Der Eispunch wird nicht auf minus 3 angegriffen. Davon abgesehen, dass er nicht mehr angreifen kann. Hat Leftovers, ne? Natürlich haben die auch alle krasse Items, die Gegner. Ne, deswegen, der Kampf ist halt richtig krass. Ich habe jetzt auch plus 2 Angriff jetzt mittlerweile. Der Eispunch wird mich nicht killen, auf keinen Fall. Nicht mal Half-Life, oder? Da hat trotzdem noch so viel Schaden, ne? Alter. Ja gut, aber Stonefist wird halt Miltank rausnehmen. Ne, Power-Up-Punch, der danach, der wird Miltank killen. Es sei denn, sie macht Milchgetränk. Okay, aber ist es an sich nicht krass schlimm? Weil ich muss es jetzt nochmal machen. Weil mein Angriff ist mit der auf plus 3 oder plus 4. Wird jetzt nochmal einer erhöht. Das heißt, sie muss jetzt nochmal Milchgetränk machen, weil sonst ist sie gleich Grip. Der Powerpunch wird sie killen. Der Eispunch wird mich nicht killen. Ja, Powerpatch muss sie jetzt killen, sonst kommt Milchgetränk wieder und dann haben wir ein Problem. Also das Problem aber. Nein. Really? Oh, und sie killt mich lieber, anstatt sich aufzuheilen. Okay. Damit wäre Stonefist in dem Moment gerade sogar besiegt. Im Prinzip gerade ist egal, welche Punkte wir ändern, weil wir werden mit jedem sie outspeeden, weil sie paralysiert ist. Hatte nachher noch das Muntir und das Drampa. Ne, für Muntir brauchen wir Spore auf jeden Fall, für Drampa brauchen wir Kapfe Diem. Ich glaube, wir können aktuell am ehesten Donnerkeil abwerfen, oder? Also abwerfen, Anführungsstrichen jetzt. Ne? Beim Leuchte würde ich gerne paralysen noch. Ja. Mit dem Donnerkeil. Und von der Donner können wir auch wieder noch gut nutzen für das Mundtier, wenn er nach Mundtier kommt. Das Krasse ist halt, dass deren EVs und DVs komplett gemaxt sind in den richtigen Werten, die haben wollen.
Na, das und die Movesets, ne? Guckt euch Attacken an, was ihr Attacken gehen könnt, ne? Jetzt mal Real Talk. Das ist das Krasse bei dem Game. Na, und er macht das ganze Zeit Bulk ab, bis er keine AP mehr hat. Ich mache die ganze Zeit Doll Eis. So, ich habe jetzt gerade. Oh, ein bisschen zu lange. Ich habe ein bisschen durchgespielt. Er hat das Bonnet jetzt auch auf Body Slam. Weil ich habe es einfach nur den Kampf. Das, weil es einfach nur Baby Doll Eyes war und er macht Bulk ab und einfach nur. Er ist auf plus 6 Death mittlerweile, aber jetzt müsste er auf vielleicht minus 3 oder minus 4 Angriff sein mittlerweile. Ich weiß, die Death ist hoch, aber der Angriff ist wenig. Das heißt, er wird gleich. Gehen wir gleich, nämlich gleich ne, mit. Leuchte rein, holen die Para raus und holen, gehen mit den Spitzangriffen und knallen die dadurch. Na, das Krasse ist halt, diese Taktik, die ich hier gerade ja fahre, die kannst du ja nicht fahren, wenn du ich glaub, das erstmal machst. Und das ist was Krasses, was diesen Kampf hier gerade ausmacht. Diesen Kampf gegen Bianca gerade. Ja, und das muss das sicherlich krasser ist natürlich auch. Der Kampf gegen Bianca ist ja auch optional, ne, sogar, ne? Also ich mache den ja, weil ich einfach gesagt habe, so, yo, ich mache jeden Kampf zuerst, also immer erst den Johto Arena, dann erst den Kanto Arena, das Diamond Shrine würde dann erst Major Bob erst theoretisch nächste Folge kommen. Bist du, der wird erst nächste Folge kommen, wenn, ne, also ihr müsst natürlich sagen, wenn ihr sagt, die Nuzlocke ist hiermit beendet. Oh, Slack auf dich in Ernst, oder? Also für euch sozusagen. Dann müssen wir da mal gucken, wie wir das Speedfell. Ja, gut, Speedfell ist egal. Kann ich jetzt einen Crit bekommen oder so, den die dadurch killen? Oh, natürlich, der macht Slack off. Er macht keinen Slack off. Okay. Dann gehen wir auf Spore, machen einen Mac Punch, hauen den raus. Und sind direkt mit Spore drin gegen Dramper. Was sehr gut ist, weil wir dann direkt. Stimmt, der ist auf. Oh, ich bin dumm, ne? Der ist auf plus 6 Death, ne? Ja, ich hab's gerade. Ich hätte mega sauer machen sollen, ihn zu killen. Ich hab's vergessen, weil ich ehrlich bin. Aber nicht mal gemettert. ja, Dramper, wie gesagt, eine Paralyse. War das nicht bei der nicht paralysiert? Mal. Oh, wie war das bei dem mit der Paralyse? Machen wir ein Leech steht raus, erstmal. Der greift speziell an, das ist ganz wichtig zu bedenken. Flameburst überleben wir nicht. Ja, ein scheiß Crit, ne? Ein scheiß Crit, Alter. Ja, wir gehen jetzt auf Dödel wegen Mirror Code. Dödel in diesem Kampf, der ist so essentiell, ne? Das ist so krass. Oh nein. Danke. Das killt aber nicht, oder? Hätte auch Leftovers. Die haben einfach alle Leftovers, ne? Einfach alle Leftovers. Ja! Der Leech Seed! Okay, Leech Seed war das, was ich machen musste. Oh mein Gott, es war einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Warum ich? Nein. Wo ich noch jünger war. Hab ich, wurde ich nicht so einfach besiegt wie jetzt. Ich bin immer noch glücklich für mich selber und weil ich so stark bin und starker Trainer bin und ich möchte das hier geben. Ach, Mumu-Milks, wow. Nice, danke, Bianca. Eine Gesundheitsmilch. Sag vor Milch, danke, danke. Ich hoffe, deine Pokémon mögen es. Ja, kann ich ja nicht mehr Kraft nutzen, das ist ja das Krasse, ne? Und eins meiner wichtigsten Items ist ein Evoliten. Oh. Ein Evolit, okay. Ja, okay, da warten. Wir haben halt
Also den Kampf, das krasse, ne? Der Kampf gerade war halt wirklich. Das war. Ey, ist wirklich cool gelaufen. Wir haben halt Garados nicht mehr benutzt, ne? Fällt mir gerade auf. Also, haben wir Garados nicht mehr benutzt, ne? Außer für diverse Bedroher bei Miltank halt, ne? Das ist so heftig. Ja, wie gesagt, ne, weil ich ihm schon am Anfang schon sagte, im Normalfall wäre die Nasoki jetzt zerbändet, weil, ne, wir haben nicht diese 10 Varianten für durchgemacht, keine Ahnung. Ich habe auch viele versucht, ich habe ja auch den ersten, den ich gesehen habe, habe ich mit Marithelit versucht. Ich wollte, also mein Plan war eigentlich, Marithelit als, das war mein allererster Versuch, so, also der allererste habe ich nicht, ne, aber, ne, nicht gesagt, weil der allererste ganz, ganz schlimm war. Ich habe versucht, damit aufzusetzen. Keine Chance. Genau, wie hier, aber wie ich gerade eh schon in der Box bin. Was ihr gerade seht, ich habe hier auch Hexana zu Gardevoir entwickelt. Nur einmal kurz, damit ihr da den Verlauf mitbekommt. Ja. Man muss ja gerade sagen, Dödel hat echt coole Arbeit geleistet. Aber auch unser Stonefist war schon echt nice. Muss man ehrlicherweise sagen, ja. Ja, heute ist mal eine bisschen kürzere Folge. Ne, aber selbst wenn man jetzt, also man könnte ja auch sagen, okay, wir nehmen jetzt diesen Kampf gerade. Als den Nuzlocke-Kampf sage ich jetzt mal, das würde auch nicht mehr passen, weil es müssten halt alle Pokémon tot sein. Es wären dann auch Maratelli tot, Fluette wären tot zum Beispiel, auch andere Pokémon, Texo oder was auch immer. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, die mir gleich reinschreibt. Ja, und wenn es weitergeht, ist nächste Folge der Major Bob dran. Stimmt, was mir noch einfällt, ne? Es gibt ja auch Diner Raids. Ne, wir haben ja schon einen Dynaraid gemacht. Da hatten wir uns ja das jetzt Fletiamo geholt. Ne? Fletiamo. Das Datiri, das zu Datignis wurde, was zu Fiaro wird. Ne, mit auch nur echt guten Wesen, jedenfalls sogar mit geilen Fähigkeiten, ne, was man dazu so ganz klar sagen muss. Wie machen wir das? Sollen wir... Na, Mon Chucky. Jetzt zum Ende nochmal die ganzen Fragen generell. Wie machen wir die Nasso-Regeln? Ändern wir das so, dass wir den Himmel weglassen? Wenn ja, dann wären die beiden wieder verfügbar. Ne, dann würden wir den Himmel auflösen, die kommen hier rein und wir haben die Pokémon zur Verfügung und gucken, was wir machen können damit. Im Endeffekt. Ne, die werden beide im Major Bob-Kampf eh beide nicht viel machen. Weil ehrlicherweise, weil... Ne? You know. Elektro halt, ne? Erste Frage, ne? Wieso machen wir das mit dem Himmel? Auflösen, ja, nein. Also, ne? erst halt natürlich Nasok beenden, ja, nein. Zweite Frage wäre halt, Himmel, also wenn es ein Ja gab bei der ersten Frage, Himmel auflösen, ja, nein. Wenn nein, wie machen wir das mit den Pokémon? Ne, dann hätten wir eigentlich alle Pokémon im Himmel jetzt mittlerweile. Oder fast alle. Weil da sind einige bei draufgegangen. Ich habe einige benutzt, einige versucht, einige getestet. dritte Frage. Um unser Team ein bisschen zu stärken, sollen wir Dynanester abklappern, so in der ersten Folge auch, bevor wir den Major-Bob-Kampf machen, noch vielleicht. Oder danach, oder irgendwann zwischendurch mal, oder wie ihr das gerne haben wolltet. Das Krasse ist halt, dass auch alle die ganzen Pokémon mega gefullte EVs haben, was meine Pokémon ja nicht haben. Ich habe mal geguckt, in Citadel City, also bei Erika, bei vierten Arena, gibt es einen, den wir jetzt auch machen können. Und das Einzige, was wir aktuell machen könnten, Turtles Shields Wesen ändern. Ja. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint. Ja. Auch wenn es heute eine bisschen andere Folge war, bedanke ich mich fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr seid dabei wart bis jetzt. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagt, ne? Zu meinen drei Fragen, vier Fragen, keine Ahnung. Die Fragen, die ich eben gestellt habe, eben, hey, let's go, hau rein. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tüdelü.